Dieses frühe Aufstehen ist echt nichts für mich, ey. Bin aber morgens wie eine Leiche. 5 Uhr hat der Kackwecker geklingelt. Kann's auch keiner erzählen, ey. Normale Leute schlafen bis 12. Hey Leute, heute kommt mal wieder ein ganz besonderes Video auf meinem Kanal. Und ich wollte euch einfach mal mitteilen, wie sich die letzten 3 Jahre hier für mich angefühlt haben. Denn heute ist ein Jahrestag. Ich bin seit genau 3 Jahren bei Summoners Inn. Beziehungsweise genau vor 3 Jahren hatte ich meinen ersten Auftritt vor der Kamera bei Summoners Inn. Bei dem All-Stars-Event 2016, was gleichzeitig mein Probearbeiten für den Job hier in Spandau war. 3 Jahre sind seitdem vergangen und ich habe neue Freunde gefunden und tolle Kollegen, die mir dabei geholfen haben, in diese YouTube-Welt einzutauchen, vor der Kamera einen besseren Job zu machen und generell dieses verrückte Leben ein bisschen besser zu verstehen. In diesem Video werdet ihr viele Szenen sehen, die bei dem The Main 2 Event gedreht wurden und das war für mich auf jeden Fall bisher der Höhepunkt meiner Karriere. Einer meiner besten Freunde, der gute Chris, der damals tatsächlich auch mit beim Superjochen war und sich mit beworben hatte, hat das Ganze für mich festgehalten und gefilmt und nicht nur das, sondern auch die wichtigsten Leute für mich einmal kurz interviewt und sie dazu befragt, wie sie meinen Einstieg erlebt haben, wie sie meine Entwicklung beobachtet haben und wie sie glauben, wie es jetzt bei mir weitergehen sollte. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Video. Mir persönlich bedeutet es sehr viel und ich hoffe, es gibt euch nochmal eine neue Perspektive auf all das, was ich jetzt hier erlebt habe. Ich hatte damals so ein Streaming-Format, das hieß Nixer Boys Hofspiele. Und da habe ich immer morgens gestreamt und habe eben Leute aus meinem Discord eben random in meinen Voice-Channel gezogen und gesagt, so ihr macht jetzt irgendwas Dummes in League of Legends gegeneinander. Und meistens war es random, wie ich die Leute entschieden habe, aber Kalle weiß ich noch ganz genau, den habe ich entschieden, weil er so einen lustigen Namen hatte. Der hieß im Discord Krokettenkalle und ich fand das so lustig und ich musste einfach mit dieser Person reden. Die Hofspiele sind zurück. Herzlich willkommen. Wir begrüßen jetzt unsere beiden Kontrahenten. Und zwar ist das Kalle. Kalle ist noch gemutet. Ja. Hallo. Wow, ich habe gerade noch den Stream geguckt und war gerade total... Das ist das Verwirrende, wenn man den Stream guckt. Für den Stream bist du in der Zukunft. Möchtest du etwas der Vergangenheit sagen, den 20 Sekunden alten Menschen da draußen? Ich bin total gehypt und ich liebe Kroketten über alles. Das freut mich sehr. Ich habe die ganze Zeit, während die Hofspiele liefen, weil ich habe schon Kalles Stimme gehört, ich fand den super lustig. Ich dachte schon die ganze Zeit, hoffentlich gewinnt der die Hofspiele, damit ich mit dem die Solo-Queue spielen kann. 3, 1. Ja, Flash ist raus, alles. Oh, was, Junge? Oh, lol, ja. Ja, GG! Well played, Alter! Abonniert Krokettenkalle auf YouTube! Alter, Krokettenkalle! Ist dieser Junge gut? Und der ist nur Platin? Man muss sich auch erstmal gegen jemanden wie mich anreden können. So. Und ich habe das Gefühl, du hast da Potenzial. Ja, ich lass mir da halt auch nicht, ne? Ich sag mal so, ich rede auch gerne. Wie sieht es denn bei dir aus, wenn du Diana spielst? Wie viele Blue Buffs gibst du ab? Ja, da wollte ich noch mit dir drüber sprechen. Was soll das heißen? Das war einer der ersten Momente, wo ich irgendwie mit Zuschauern geredet habe und es hat direkt so... hat gefunkt, sag ich mal irgendwie. Wir hatten eine super gute Synergy so in der Art und Weise, wie wir miteinander geredet haben. Und dann ist das ein bisschen weitergelaufen. Er hat dann irgendwann häufiger in den Stream reingeguckt und wir haben mehr miteinander gespielt. Und ehe man sich versieht, sind wir beste Freunde geworden. Und haben mega viel miteinander zu tun gehabt. Und ja, so ist das alles losgegangen. So habe ich Kalle kennengelernt als einen sehr lustigen, sympathischen Menschen. Ich erinnere mich, dass wir eben gesucht hatten nach neuen Moderatoren bei Summoners Inn. Und ich weiß noch, dass ich Kalle ans Herz gelegt habe. Ich habe halt Kalle gefragt, Kalle, was machst du gerade in deinem Leben? Und es klang nicht so richtig, als hätte Kalle jetzt so, ja, ich habe den mega kranken Masterplan. Ich habe hier gerade eine Bierbrauerei in Bremen aufgemacht und das wird jetzt die nächsten 40 Jahre mein Job sein. Und ich war so, komm nach Spandau. Ich weiß ganz genau, dass diese Bewerbungsphase gerade läuft und habe ihm gesagt, mach einfach ein Bewerbungsvideo, komm rum und bewirb dich hier als Moderator. Moin Moin, ich bin Krokettenkalle. Ich bin 26 Jahre alt und komme aus Bremen. Ich habe eine Ausbildung zum Veranstaltungskaufmann absolviert, habe vorher in einer Tanzschule hier in Bremen gearbeitet und möchte nun gerne Superjochen werden. Und deswegen bewerbe ich mich als Host bei Summoners Inn. Das ist wunderbar! Was ist denn da los? Und damit herzlich willkommen zu Kalles Corner. Das war so das erste Mal in meinem Leben, dass so aus dieser Internetwelt die echte Welt krass verändert wurde. Versteht ihr? Also das war für mich so ein... Ich habe diesen Menschen kennengelernt, hat mir viel bedeutet und ich hatte echt das Gefühl, das ist ein besonderer Typ. Und dann auf einmal steht er vor mir und wir lernen uns kennen und dann macht er auf einmal Content und zieht um und kriegt einen neuen Job und das alles irgendwie, weil wir uns kennengelernt haben und ich ihn da so ein bisschen angestachelt habe. Es hat mich so gefreut, dass das so gut funktioniert hat und er da auch so viel Vertrauen rein hatte. Das war mega crazy, auf jeden Fall diesen Menschen irgendwann vor sich zu sehen. I've said it many times, I know.
I would change my ways, I know for sure. When all the crows decide to meet, they settle down beneath my feet. Kalle ist super ehrlich. Wenn ihm irgendwas nicht passt oder wenn ihm irgendwas sehr gut gefällt, dann ist er da auch sehr direkt. Wenn ihm aber was nicht gefallen hat, dann hat er irgendwie auch gerade raus gesagt, das fand ich jetzt eigentlich nicht so geil. Das respektiere ich sehr. Kalle hat auch viel im Leben erlebt und viel im Leben gemacht. Und man merkt das so, dass er sein Leben viel auf diesen Erfahrungen aufbauen und dass sein Charakter einfach ein super starker Charakter ist. Und dann hat er eben so eine, ich finde, so eine Entertainer-Natur, weil, also ich weiß nicht, ob er von dem Vergleich beleidigt ist, aber ich finde, er ist der perfekte Elton. So, er ist einfach quirky, lustig, hat eine geile Stimme, ist einfach so ein Kumpeltyp, mit dem kann man super gut abhängen. Und man sieht es ja auch, wenn man dann die Streams schaut, er ist einfach mega lustig und spontan. Und das sind alles so Dinge, die kommen zusammen mit einem Menschen, den ich sehr, sehr respektieren und lieben gelernt habe. Link my balls. Ja. Und das ist halt auch so das Ding für mich generell. Die letzten 3 Jahre habe ich so viel erlebt hier. Also bei Summoners Inn, in Spandau. Das ist sehr viel für mich auch verändert. So. Vorher hatte ich ein ganz, ganz anderes Leben. War alles anders. Von jetzt auf gleich musstest du Social Media machen. Musstest irgendwie immer präsent sein. Das war auch nicht ganz einfach für mich. Gerade die erste Zeit war echt schwierig. Lass mal ein bisschen weg hier von den Boys. Die machen hier Maßarbeit tatsächlich. Wegen den Stühlen. Ne? Damit ist ja angefangen. Nur weil irgendwie Niklas gesagt hat, hey, du bist witzig. Dann haben die Moderatoren gesucht und Kommentatoren. Dann habe ich mich da beworben. Und der Chris, der die Kamera hält, auch. Ich wurde dann genommen, Opfer. Jetzt musst du meine Kamera halten. Hättest du auch nicht gedacht, ne? So. Ja, die Arbeit mit Kalle und mir hat sich ja quasi so ein bisschen angenähert. Das bedeutet, wie gesagt, am Anfang habe ich ihn viel beobachtet. Dann haben wir auch die ein oder anderen Videos zusammen aufgenommen. Und entsprechend konnte ich ihn dann quasi arbeitsmäßig sehr, sehr viel kennenlernen. Für mich war es halt das Wichtige, dass er Struktur findet. Und das hat sich deutlich verbessert. Also so einfache Dinge, wie von Montag bis Freitag auf Arbeit kommen zu einer gleichen Zeit, das sind halt Sachen, die er über die Jahre erst lernen musste. Wo ich natürlich auch anfange, Leute deutlich mehr wertzuschätzen, wenn sie selber merken, okay, ich brauche Struktur, um ganz einfach in diesem Job zu funktionieren. Und das, also diese Steigerung ist halt da. Vielleicht ist er da nicht der Schnellste, so, dafür glänzt er halt, wie gesagt, in anderen Dingen. Aber solche einfachen Elemente wie, okay, ich muss jetzt strukturiert und effizient arbeiten, das dauert. Das dauert wirklich bei allen, gerade dann, wenn man nicht weiß, wohin man eigentlich möchte. Und jetzt weiß er es, das ist so das Allerwichtigste. Wir haben so 1-2 Videos mit Leb deinem Traum oder sowas, wo man auf jeden Fall sagen kann, dass das für mich persönlich sehr witzige Momente waren. Also es sind wirklich viele Situationen, wo ich halt mit ihm gemeinsam Tränen gelacht habe. Leb deinen Traum, denn er wird wahr. Deinen Weg stelle dich der Gefahr. Alles, was wichtig ist, wirst du erleben, wenn die Zeit gekommen ist. Ja, greif nach den Sternen, du bist bereit. Aber nicht bald ist es soweit. Wir werden bei dir sein. Sei bei uns. Oh! Sehr schwer verteidigt. Das ist gefährlich. Oh, Batz. Schöner Knockup. Die Frage ist, holt er 2 oder gar keinen? Nein. Und einen. 1-1. Ich weiß gar nicht, wie der gestorben ist. Aber es ist passiert. Jo. Oh mein Gott, wir sind jetzt zu dritt. Und hier hat sich einfach nur ein sexy Hentai-Girl reingeschlichen in dieses Game. Oh, jetzt muss ich hier bleiben. Er rennt einfach raus. Er ist einfach legit aus dem Raum rausgerannt, nachdem er gestöhnt hat. Oh, Johnny, du hast kein Mana. Du musst auch die blaue Leiste beachten. Was ist das hier? Kroketten-Kalle, bester Analyst. Und die Betonung liegt auf Anal. Oh, wow. Das ist einfach Gigi. Er ist auf jeden Fall sehr, sehr gut drauf. Okay, er ist ein lustiger Typ, lacht über alles, ist auf jeden Fall sehr, sehr humorvoll. Das klingt so ein bisschen dahin gedroschen, ist aber für mich halt wirklich sehr, sehr wichtig. Also ich schneide selber gerade ein Video, wo ich basically nur Kalles Lache hintereinander schneide. Ungefähr 10 Minuten oder so. In my ass.
nimmst das Wort Spandauer Hartbass und nimmst das B weg. Also, du hast dich also sehr befriedigt. Ja, sehr gut. Dann ist er halt einfach 2 Minuten draußen. Also das, was ich quasi an ihm schätze, ist, auch wenn er ein Problem hat, dass er das so schnell wie es geht lösen wollte. Oder wenn wir das Gefühl haben, okay, da haben wir uns nicht so gut verstanden, das muss geklärt werden, das ging bei ihm ziemlich schnell. Und das sind halt so für mich diese kleinen Dinge, die aber sehr, sehr positiv sind. Okay, wenn du ein Problem hast, warte nicht, sondern löse es sofort. Und den Eindruck habe ich bei ihm. Abschließend, wie würdest du Kalle beschreiben in einem Satz? Was ist das für ein Typ? Kalle ist ein aufgeweckter, humorvoller, kleiner Tryhard, wenn er weiß, wo es hingeht. Willst du ein Lied hören? Was denn? Ich hab die Shirts um, ich dreh die Würste um, ich bin der Kalle und ich stehe hier am Grill. Und mit einem Bierchen in der Kralle grill ich immer, würdet alles, Fleisch und Würstchen grillet alles, was ich will. Wer ist das? Wer ist das? Wer ist das? Das? Komm her, Allah! Okay. Hallo! Früher alle geguckt, ne? Alle Videos geguckt von Maxim, von Niklas. Ich war ein Fan. Ja, und auch in der ganzen Zeit nach Niklas, der ist dann ja irgendwann bei uns aus der Firma raus. War Maxim natürlich auch sehr wichtig für mich. Auch Mori, ne? Mori ist eigentlich immer der, der immer am Anfang. Das ist so ein richtiger Vater. So ein richtiger Papa-Bär. Oder mittlerweile Opa, weil er ist echt älter geworden. Der gibt einem Feedback, der sagt dann zu einem, das finde ich gut. Das finde ich nicht so gut. Aber der hat auch einen guten Ton. Ich muss sagen, Kalle hat sich massiv in den letzten 3 Jahren entwickelt. Es war am Anfang, er hat schon sehr viel mitgebracht, aber er wusste selber noch nicht, okay, wo geht die Reise hin? Da war natürlich Unsicherheit mit bei, das ist ganz normal. Jetzt finde ich gerade, in den Produktionen nicht mehr wegzudenken. Also er hat sich da reingefuchst, also da wirklich Hut ab. Aber vor allem das letzte Jahr jetzt massive Entwicklung. Hat dann mit Max natürlich nochmal wen anders quasi gefunden, an den er sich orientieren kann. Jemand, der da schon auch ein bisschen gefestigter ist. Ich glaube, das hat ihm sehr, sehr gut getan. Kalle ist ein sehr offener Mensch. Da gab es einige tiefgehende Gespräche. Woran ich mich immer erinnern werde, ist, dass Kalle mir jedes Mal sagt, ich soll mein Ding machen. Ich soll meinen Stuff durchziehen und das machen, womit ich glücklich bin. Das ist kein spezifischer Moment, aber das ist halt einfach Kalle, so wie er häufig in den Zeiten ist, wo man einfach unter 4 Augen steckt. Und das ist jedes Mal cool und ist jedes Mal ermutigend. Und ansonsten denke ich halt immer so ein bisschen an die Zeit zurück, wo Kalle und ich auf krasseren Events waren. Ne? Das erste Mal Premier Tour auf einer Live-Bühne war schon ziemlich hart. Da haben wir ordentlich gefeiert und ordentlich Stimmung gemacht. Das war ziemlich cool. Es gibt eine Menge coole Erinnerungen mit Kalle, aber ich glaube, das, was mir am meisten in Erinnerung bleibt oder woran ich immer denke, ist wirklich, dass Kalle jemand ist, der sagt, mach dein Ding, zieh's durch und dann bist du auch happy. Die Motivation, die jetzt damit dazugekommen ist, ist insane. Also Kalle ist jemand, der hat die meiste Anwesenheitszeit im Büro. Da steckt massiv viel dahinter, der Junge klemmt sich dahinter, er hat massiv zugelegt. Was die Arbeit angeht, ja, ansonsten hat er ein bisschen abgenommen, was ihm auch ganz gut steht. Also ich würde sagen, Kalle rundheraus hat sich einfach extrem geil entwickelt.
Für mich war er tatsächlich mehr oder weniger einfach so ein Dude, der halt jetzt bei Summoners Inn als Verstärkung dazugekommen ist, weil die Leute halt ja nicht mal 24/7 moderieren und casten wollten. Er war Nachfolger von Malte. Malte hatte ja von Niklas übernommen. Also vor Baal habe ich quasi gar nichts mit ihm gemacht und ihn auch nicht als krass wahrgenommen. So, aber der richtige, wirklich erste Berührungspunkt, muss ich sagen, war halt bei Baal. Ich hatte diese Idee, wollte dieses Produkt machen, gemeinsam mit Freaks, und habe halt die Jungs gefragt, hat wer Bock da mitzuwirken. Und ich muss sagen, dass Kalle mich da irgendwie voll überrascht hat. Ich glaube, dadurch, dass er auch echt ein Jahr dann schon Erfahrung sammeln konnte bei Summoners Inn, das hat man gemerkt so, der weiß einfach, wie es läuft, so moderationstechnisch. Kalle hatte dann auch voll Bock so. Ich glaube, der fand das auch immer richtig geil, mal was neben LOL zu machen. Kam halt Fischkopf dazu, als Sola dann eher nicht so Bock mehr hatte. Und dann diese Dreierkonstellation ist halt meiner Meinung nach bis heute genial. Hallo und herzlich willkommen da draußen zu einer neuen Runde Baal. Und die Leute alle, oh mein Gott, Lara hat das Auto kaputt geschossen! Einmal, oh, zum Wohl? Ja, ja. Oh. Passiert, ne? Schlüssel, ne? So, Deckelchen. Kalle wollte da aufhören. Es hatte sich schon angebahnt über, ich sag mal so, zweite Hälfte des Jahres 2018. Und er hat gesagt, es ist wohl nicht so für ihn, so, weil er hat halt gemerkt, es geht überhaupt nicht voran und war halt so voll hilflos. Weil, muss man auch sagen, er hat bei Freaks angefangen, aber niemand hat ihm gezeigt, wie es überhaupt geht, was man überhaupt machen muss. So. Und er war halt krass überfordert, wie er seinen YouTube-Kanal machen soll. So, ich glaube, rückblickend ist für ihn so glasklar, so, aber da muss man erstmal hinkommen, dass man das alles so sieht. Auf jeden Fall habe ich ihm da halt 2 Stunden zugeredet. Und ich muss sagen, und da hat er sich sehr meinen Respekt verdient, er hat sich das richtig krass zu Herzen genommen. Und das sieht man, wenn ihr zurückscrollt, seine Videos. Ab Dezember 2018 ging es halt los mit seinem Kanal, sage ich mal. Oder ab Januar 2019. Ja, und dann habe ich gesagt, lass so zusammen ein Projekt auch bei dir mal starten, weil da hatten wir zum Beispiel Landwirtschaftssimulator schon bei mir laufen nach The Forest und ich habe gemerkt, geil, mit dem kann man immer was machen, und er hat dann angefangen, selber auch Sachen zu machen, und ja, da hat er sich auch sehr erstmal nach mir sich orientiert, so, und er hat halt gemerkt, dass es ihm voll liegt, so, ja, und ich meine, den Rest haben alle mitbekommen, ne? War ein sehr erfolgreiches Jahr dadurch von ihm. Ich glaube, es ist jetzt wichtig für Kalle, dass er mehr so ein USP für sich halt rausarbeitet. Ich meine, es gibt halt viele Leute, die sagen, du machst Henno nach, so. Habe ich das erfunden? Habe ich das gepachtet? Nee, ist ja auch voll in Ordnung, wenn er das macht. Ja, ich finde es auch vollkommen richtig, dass er sich da auch anfangs so sehr nach mir orientiert hat. Wie gesagt, er war halt sehr überfordert mit YouTube, musste sich da erstmal reinfinden und hat halt viel Input von mir bekommen, weil mir lag das auch am Herzen so. Gerade in der Zeit, dann ging das halt los, dass ich Kalle immer mochte. Ich habe ja nicht nur auf ihn Einfluss genommen über das letzte Jahr, sondern ja auch eher auf mich. So vom, so wie man sich so in einem Video gibt. So, wir haben gemeinsame Jokes, wir haben gemeinsame Sprache, wir haben gemeinsam unseren Humor so in eine Richtung entwickelt. Ich sage ja nicht, er soll alles umkrempeln, aber ich glaube, er muss einfach in diesem Konstrukt, was er sich jetzt aufgebaut hat über ein Jahr, irgendwie was Eigenes erarbeiten.